Was geht ab, Freunde? Und willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog von mir. Heute bin ich auf dem Spiel Bayern und Leverkusen gegen den FC Köln. Das heißt, Derby ist angesagt. Ich bin jetzt noch aktuell in Köln. Ich fahre jetzt gleich rüber nach Leverkusen. Wenn ich in Leverkusen bin, esse ich erstmal was. Und danach mache ich mich auf den Weg zum Stadion. Es kommt auf euch ein richtig, richtig geiler Stadion-Vlog zu. Am Montag fahre ich mit meiner Familie nach Rom, um Leverkusen zu unterstützen, und da in Rom wird ein richtig geiler Stadion-Vlog auf euch zukommen. Deswegen bitte ich euch, lasst ein Abo da und ein Like auf dem Video. Ich habe für den Tor zu dem entschieden. Döner, also echt eine 10 von 10 der Döner von Brolski. Ich fahre jetzt, mein Vater auf jeden Fall, also wir sind gerade hier in Köln. Ich fahre jetzt Richtung Leverkusen. Ich bin jetzt angekommen am Stadion, es ist rappelvoll, Mann. Ich hoffe, ich komme da pünktlich zum Anpfiff rein. Weil es sehr voll hier vor den Blöcken. Das Stadion ist natürlich ausverkauft. Sehr viel Polizei ist auch schon da. Das ist ja normal bei einem Derby. Flutlichtspiel. Das wird geil, Mann. Ich hoffe einfach nur, dass sie heute hier gewinnen werden. Das ist mein Vlog, wie immer. B3, ich habe schon mal eine Dauerkarte. Die Leverkusen, da komm rein, Junge! Das ist Van Wirt, ich hab hier André, Aminati, Amiri, Asmun, Bellarabi, Digga! Ich sage, dass wir hier heute 4-0 gewinnen werden. Wir werden den Derby-Sieg hier in Leverkusen lassen. Wir gewinnen hier heute 4-0. Rein, weil das sonst andersherum zu lange dauern würde. Auf der linken Seite sind hier die von Leverkusen und auf der rechten Seite von den Kölnern. Auf ein gutes Spiel! Schönen Auswärtsjob, natürlich ausverkauft. F4 haben wir auch mit eingenommen, die Kölner. Okay, Bayern, Schüsseldorf!
meine Fresse, Mann. Mein Gott, Digga. Als ob so ein Leben Köln verliert mit 2-1. Ich würde sagen, Köln ist halt zweimal nach vorne gekommen, hat seine Tore gemacht. Die spielen okay, aber wir müssen besser spielen. Ich hoffe einfach nur, dass die zweite Halbzeit besser wird und wir die Partie gewinnen, weil wir müssen hier heute auf jeden Fall gewinnen. Wir wollen halt in die internationalen Plätze noch reinkommen. Das Derby, also es ist ja halt sehr, sehr wichtig, wenn wir hier heute 2-1 gewinnen. Wenn wir hier heute gewinnen. Die Mannschaften sind wieder da auf der Kabine. Es geht jetzt gleich los mit der zweiten Halbzeit. Ich hoffe einfach nur, dass die zweite Halbzeit besser wird. Was für Bauern, Digga, die dürfen mit Tennis spielen. Was für Bauern, Digga.
das Fairplay und das auf dem Rasen draufdrücken. Das ist das Tippen von Büro. Zu Hause angekommen, also ich bin auf jeden Fall fett, meine Stimme ist weg, also wie oft ich mich heute im Spiel aufgeregt habe, das war nicht mehr normal, wir verlieren leider das Spiel mit 2-1, was soll ich sagen, mit sehr viel Pech, wir waren die klar bessere Mannschaft, Köln hatte zwei gute Chancen, da haben die halt beide ausgenutzt, ich hoffe einfach nur, dass wir am Donnerstag gegen Rom, in Rom gewinnen werden und einen sehr guten Schritt Richtung Finale machen. Auf jeden Fall in Rom werde ich sein. Checkt auf jeden Fall den Stadionvlog dann in Rom ab. Wird auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Stadionvlog auf euch zukommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns nächste Woche Donnerstag in Rom.